Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier drüben ein bisschen aufgeräumt und alles ein bisschen ordentlicher gemacht. Mittlerweile sind unsere Lager auch relativ voll. Bedeutet, in der nächsten, sobald die hier voll sind, sollten eigentlich der Teil hier mit dem Lastenverteiler voller gemacht werden. Außerdem sollte der hier natürlich auch die Last verteilen. Bedeutet, hier sollten wir relativ gut vorankommen. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Alles ist positiv, bedeutet, es scheint so, als ob wir wahrscheinlich sogar ein paar mehr Maschinchen machen können. Ich hätte nicht gerne noch so mal 6 Fahrzeuge fürs Erste. Das wäre schon mal eine schöne Zahl. Wenn wir in Zukunft vielleicht das auch dann nach da drüben bringen können, wo eh schon auch die Benzinproduktion ist, wäre das gleich gar nicht schlecht in dem Fall. Also in letzter Zeit scheint er irgendwie nicht so ganz zu finden, wo sie hinwollen. Wir machen eine neue Kippfläche für die hier. Dass sie einfach hier hinkippen währenddessen. Was haben denn die jetzt? Kann es sein, dass der sich festgefahren hat? Das war weird. Okay, ja, die buddeln jetzt gerade mal die Kohle frei. Bedeutet, wir ebnen hier mal uns den Weg, dass wir hier dann die Kohle entsprechend erweitern können. Aber man sieht ja eh schon, wie riesig die ist alleine. Hier unten buddeln auch schon die Eisenbagger an der Eisenmine. Und die wird auch noch riesengroß. Also ich sehe hier schon, das wird ein Riesenpotenzial noch werden. Ich hoffe, dass die hier ordentlich mal weitermachen. Dass wir das weiterkriegen noch. Und die Produktion scheint auch super zu laufen, wie scheint. Das ist echt Wahnsinn. Und wie gesagt, ich würde jetzt hier vor allem nochmal das Ganze einfach kopieren. Bis hier hinten 1:1. Und einfach genau nochmal so hier platzieren. Dann haben wir nicht die doppelte Leistung einfach einen schon davon nochmal. Das ist eigentlich schon mega gut, wie wir das hier machen. So, jetzt sollen die das hier mal füllen. Schau, wenn sie das Ganze schön voll machen, dann sollte hier bald mal alles stehen. So, dann können wir hier jetzt auch noch ich würde es eher so anschließen, falls wir noch was ranbauen wollen, hätten wir dann die Möglichkeit dazu. Jetzt sind sie natürlich sehr stark ausgelastet, weil sie jetzt gerade auch noch bauen müssen. Die müssen ja sozusagen gerade alles handeln, so ein bisschen. Was machen denn die jetzt? Wo fahrt die hin? Ihr fahrt mal die Konstruktionsteilen vor und zurück. Was ist denn das jetzt? Okay, jetzt sind die Kabel hier. Also jetzt ist schon mal die Verkabelung richtig gut. Jetzt kommt unser Tanker schon wieder. Aber man sieht schon, die Tanks werden immer voller. Bedeutet, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg, das Ganze hier durchzuführen. Was fehlt denn hier jetzt noch? Das Eisen ist aktuell das Problem. Ja, das ist natürlich problematisch, wenn das Eisen fehlt. Den fällt allen wahrscheinlich Eisen, ne? Aber der ist fertig. Na, hier fehlen Elektronikteile. Von denen sollte ich ja genug haben. Eigentlich. Eisen ist verständlich. Das scheint aktuell immer unser so kleines Problemchen zu sein. Da könnte natürlich sein, dass hier die... Oh, die Elektronikteile sind auch leer. Wahrscheinlich, weil die auch auf Metall basieren, ne? Elektronikteile werden hier produziert.
Die brauchen Kupfer vor allem. Aber warum? Kupfer haben wir doch in Massen. Oder? Wir haben viel zu... Ah, weil wir unsere Kohleproduktion runtergefahren haben. Ich depp. Zwei Bagger abziehen. Zwei Bagger hier rein. Die buddeln natürlich gerade nur die oberste Schicht ab. Dementsprechend haben wir ein Kohleproblem. Dann entsperrt die Backup-Produktion. Und wir tun mal die ganzen Upgraden. Sollten wir dementsprechend die Kohle auch produzieren noch können. Das sind jetzt Stück für Stück produziert, aber danach sollte das alles wieder laufen. Jetzt buddeln sie alle die Oberfläche frei. Auch so ein bisschen lustig anzusehen eigentlich. Er scheint halt echt hier die Linie zu sein. Bedeutet, alles was hier so ist, ist halt echt nicht mehr vonnöten. Ist halt echtes Gebiet, wie es ausschaut. Also ich wäre vor allem mal froh, wenn sie... Wie war es? Rotate. Hier nach unten graben und die Kohle rausholen. Ich glaube, ich habe ein paar viele LKWs hier drauf getan, kann das sein? Aber dann kann natürlich auch kein Eisen produziert werden, wenn die hier nichts machen können. Müssen wir den hier dementsprechend den Baggerauftrag nehmen. Die sollen erstmal hier alles runtergraben. Und dann dementsprechend auf der Höhe erstmal Ausgrabungen beginnen. Wir schauen jetzt mal, dass wir schön in die Kohle reingraben, die restliche Erde entfernen und dann in diesen großen Vorrat, der hier unten durchläuft, durchbaggern. Aber anscheinend werden unsere Lager langsam sehr voll für Nahrung. Oh ja, mega voll. Das ist schon heftig. Schauen wir mal, jetzt sollte langsam unsere ganze Produktion wieder steigern und damit auch der Rest sich wieder stabilisieren, hoffentlich. Ja, schau mal, wie auf einmal die Kupferproduktion steigt, wenn das alles wieder da ist. Wahnsinn. So wollen wir das. Da hat nur ein bisschen Kohle gefehlt. Das bisschen Kohle hat das Problem ausgelöst. Wie schaut es mit dem Sand aus? Oh, der Sand ist ausgegangen. Ja, da brauchen wir auch schon wieder Bagger. Aber aktuell sind die Eisenbagger auch noch voll, die Eisenlager auch noch voll. Ich könnte die natürlich noch vergrößern, aber aktuell ist es von meiner Sicht aus nicht vonnöten. So, die Holzkohle wird so ein bisschen Unterstützung gerade noch bieten. Während wir versuchen, Kleinlaster kann sein Ziel nicht erreichen. Was ist sein Ziel? Dann machen wir hier Import aus und auch hier Import aus.
Warum ist das Ziel nicht erreichbar? Haben die sich gerade selber eingegraben oder was ist hier passiert? Ich hätte hier gerne mal 3 LKWs eingestellt oder sowas. Die sich darum kümmern, dass die Leute hier betankt werden. Alter, es ist jetzt hier schwierig. Der eine will dorthin, der andere will dahin. Die stehen nur blöd rum und der will zu einer Tankstelle auf einmal. Kann ich dich zurücksetzen? Wird es dann besser? Ich weiß gar nicht, was haben denn die? Haben wir ihnen die Lebensader irgendwie abgeschnitten oder was ist hier los? Hä? Warte mal, wir machen mal kurz das ganze Gebiet hier nochmal weg. Und schon geht's wieder los. Da ist das Problem gewesen. So. Buddelt euch mal hier durch, bitte. So gut wie es geht. Jetzt sollte das klappen. Alle 5 Bagger auf Position und dann hat sich das schon. Komm, einen gehen wir zurück. So. Bedeutet, Kohle sollte jetzt hoffentlich auch wieder laufen. Wir schalten hier jetzt mal die Brenner aus. Eisen scheint soweit gut zu laufen. Auch wenn gerade noch ein bisschen wenig da ist, aber das sollte sich ändern, sobald die Bagger mit voller Wucht hier wieder reinbaggern. Und die tiefen Kohlenminen wieder aktivieren. Dann fährt jeder auf seine Position, weil man sieht schon, hier ist zum Beispiel auch wieder die Kohle leer. Also Kohle ist noch so ein aktuelles Problem. Und somit sollte es auch die Gasversorgung noch ein bisschen holprig gerade. Der eine kriegt es dauernd hin, aber wir müssen halt echt schauen, dass die Kohleproduktion wieder hochfährt wie Sau. Es war ein gefährlicher Poker, da oben das frei zu buddeln, wie es scheint. Deswegen, ich gebe hier nochmal 2 vielleicht LKWs jetzt doch dazu. Das könnte ganz nützlich sein. Ja, die wollen alles Eisenverfahren, die sind so voll alle. Geben wir denen doch mal fürs Erste eine andere Aufgabe. So. Ihr könnt fürs Erste Sand schüffeln gehen. Was haltet ihr von der Idee? Kupfer ist auch wieder voll. Dann kriegt das Kupferlader einfach noch einen Vorbau. Dann ist dann genug Reserve schon mal da. Dann können wir hier nochmal sagen, dass die Bäume absägen sollen. Wie schaut denn hier aktuell der Bauplan aus? Ah, schade, jetzt tun sie erstmal das hier noch abgraben. Dann gehen sie auf die nächste Stufe. So, das ist auch... Wo ist das Kupfer jetzt? So. Jetzt sind hier die Sand-LKWs wieder unterwegs. Die können wieder den Sand hier schön herbringen, damit die Produktion hier natürlich besser läuft. Wie schaut's aus? Hier muss jetzt LKW über LKW befüllt werden mit Kohle, um unsere Kohleprobleme wieder in den Griff zu kriegen.
Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber es scheint so, als ob wir langsam so ein bisschen in Stalemate kommen. Auf jeden Fall mit 1-2 Ressourcen. Ach, ich habe noch nie die volle Power ausgenutzt. Ach Mensch. Ich hab die Reihe noch nie verwendet. Das ist ja mal gut zu wissen, du. Ja, der hier ist auch wenig Dampf drin, aber es wird wieder mehr. Sie müssen bloß den Dampf voranbringen. Wenn genug Kohle nachkommt, sollte das auch funktionieren. Sie müssen bloß halt die Masse haben, ne? Okay, mittlerweile sind wir fast bummvoll. Ich glaube, die muss ich alle mal upgraden. Dass wir hier nachliefern können. Wir sind ja schon sowas von voll. So. Upgrade. Die warten jetzt ganz auf ihre ganzen Lieferungen noch und dann sollte das hoffentlich irgendwann passen. Dann sollte das Upgrade funktionieren. Ich schaut's aus? Gasmäßig. Der ist voll. Gut. Das heißt also, dass langsam unsere Maschinen auch wieder auf Betriebstemperaturen kommen. Weil natürlich, sobald wir anfangen, wieder Dieselgeneratoren laufen zu lassen, haben wir einen höheren Dieselverbrauch. Und das ist natürlich für das Lager hier dann keine schöne Angelegenheit. Aktuell ist es echt super, wie das funktioniert. Das will ich nicht unbedingt jetzt risken, sozusagen. Aber würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch zum Feier des Tages den Anschluss der neuen Linie. In der zweiten großen Dieselgeneration, Energiegeneration. Machen wir per Hand schnell. Zack, Anschluss. Fahrt die Maschinen hoch. Generator 1, 2, alles läuft an. Das nächste große Projekt. Alter, das schaut cool aus. Wenn du dir überlegst, wie viel Power jetzt hinter den Dingern steckt. Die fahren auch nur hoch, um die Energie hier reinzulagern jetzt. Jetzt hast du rein theoretisch zwei, die das ausbalanciert kriegen. Später werden die hier ausgetauscht und nehmen dann sozusagen die Abgase, kann man jetzt sagen, von dem Teil hier. Bedeutet, da wird ein Low-Level reingebaut, der nimmt dann den restlichen Druck von hier und verarbeitet den hier weiter. Dann sind wir noch effektiver, was es natürlich noch besser macht. Aber ja, das kommt alles noch. Jetzt muss erstmal die Dampfproduktion so wieder steigern, dass das alles klappt. Weil es wohl, denke ich mal, erstmal die erste und größte Priorisierung, dass dementsprechend genug Dampf da ist für alle. Aber wenn es jetzt hier schon fast nichts mehr rausgeht, dann wird der größte Teil ja wirklich hoffentlich jetzt in die Dampfproduktion gehen. Und aktuell scheint es so aus, als ob sie auch viel uns schicken können. Wenn sie das Pace up hochhalten, dann sollte das gut laufen. Jetzt kommen sie natürlich wieder auf eine Erdschicht. Das ist eher weniger gut. Also sie kommen genug auf Kohle noch. Wir müssen halt die Tiefe holen, damit wir an die Kohle rankommen. Bedeutet, wir werden hier wahrscheinlich auch noch tiefer gehen müssen. Noch genauer das alles reinholen und dann sollte das auch wieder alles klappen. Alter, das ist Wahnsinn, wie das gut funktioniert. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.